Und wenn du eine Bibel hast, dann sei so nett und schlag Psalm 18 auf. Oder schau auf dem Handy nach. Psalm 18 ab Vers 18. Okay, Psalm 18 ab Vers 18. Er rettete mich vor meinem starken Feind und vor meinen Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Okay, hier haben wir diesen wunderbaren Psalm. Das ist ein Psalm, wo es um Attacke, Kampf, Krieg geht, Schlachten. Äh, da ist diese berühmte Aussage drin, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, was nicht in Vorgarten-Mäuerchen mit gemeint ist, sondern wo es darum geht, um feindliche Festungen die überwunden werden können, wo man über die Mauern einfach diese Festungsmauern springt, ja, drüber hinwegkommt. Okay, ähm, hier war ein Feind, der eben den Psalmisten attackiert hat, der ihn gehasst hat und der war mächtiger als er. Und das kennen wir alle: Mächte, der Finsternis, die uns attackieren, die mächtiger sind. Wenn du mal wirklich mit Krankheit konfrontiert worden bist, dann merkst du, das ist mächtig und das ist auch mächtiger als du. Da ist eine Macht, eine böse Macht, eine Krankheitsmacht, die dich bedrängt. Mächtiger als ich. Sie ereilten mich am Tage meines Unglücks. Es gibt diese Situation, es gibt diese Zeiten, wo etwas gegen dich angeht, wo etwas sich gegen dich wendet. Feind, Hasser, Mächtige, die in der Situation des Unglücks sich an dich wenden. Und das ist hier das, was in diesem Psalm beschrieben wird, einfach diese Notsituation, er schreibt, das kam über mich wie Wasser, ja, dass er schier drin ersoffen ist, einfach von dieser Gewalt dieser feindlichen Attacke. Und dann ab Vers 35, da kommt genau dieser Vers: Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den Ehrenbogen. Bogen. Meine Arme spannen den ehrenbogen. Das lehrt mich der Herr. Und du gabst mir den Schild deines Heils. Deine Rechte stützt mich, deine Herabneigung macht mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir, meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie, und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße, und du umgürtest mich mit Kraft zum Kampf, beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Meine Feinde, aber du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind, wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Okay, das war jetzt mal be bewusst sehr schnell gelesen, weil nämlich, meistens lesen wir es so, ich möchte jetzt mal eine Betonung da hereinlegen, die uns was zeigt. Er lehrt meine. Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils. Und deine Rechte stützte mich, mich. Und deine Herabneigung macht mich groß. Deine Herabneigung macht mich groß. Dass der Herr sich herabgeneigt hat, ist etwas, was uns groß machen soll. Wo denn groß? In der Auseinandersetzung mit dem Feind. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meine haben nicht gewankt, wenn ich hier vorwärts gehe. Meinen Feinden jagte ich nach. Gehört? Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie. Und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. So viele Christen beten: Oh Herr, tu doch, mach doch. Und ich habe dir hier meine Vorstellung, Erstens, Zweitens, Drittens, mach mal. So eine To-Do-Liste für Gott, was wir gerne hätten und wünschen, die wir übergeben. Und weißt du was? Wenn du dich richtig damit beschäftigst, sagt Gott: Du hast die Position, du hast die Autorität. Mach mal selber. Und viele Gebete bleiben einfach nicht oder werden nicht erhört, weil wir sie einfach Gott sagen, er soll das machen, obwohl es unser Job ist. Und das ist hier genau diese Sachen. Ja? Oh Herr, jage meinen Feinden nach. Du musst sie erreichen. Und du darfst nicht umkehren, bis du sie aufgerieben hast. Das ist nicht die richtige Version. Hier steht es. Ich jage meinen Feinden nach. Ich erreiche sie. Ich kehre nicht um, bis ich sie aufgerieben habe. Kapiert? Wir haben einen Job zu tun. Und wir können die Sachen, die Gott von uns erwartet, nicht einfach sagen, dann macht, Herr, ja mach mal bitte. Und dann uns wundern, wenn es passiert. denn der Herr sagt, ja, mach du mal bitte. Ich zerschmetterte sie, nämlich die Feinde, die gegen mich angekommen sind, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Das Reich der Finsternis ist unter unseren Füßen. Da gehört's hin. Dauerhaft. Und du umgöttest mich mit Kraft zum Kampf. Oh, viele Christen beten ja um Kraft. Nur, was willst du mit der Kraft? Du brauchst keine Kraft, um auf dem Sofa zu sitzen oder Kaffee zu trinken. Du brauchst Kraft in der Konfrontation mit den Mächten der Finsternis. Du hast es beispielsweise richtig, feindliche Bollwerke einzunehmen, über Mauern zu springen. Du brauchst Kraft, um vorwärts zu gehen. Du brauchst Kraft zum Kämpfen. Wenn ich kämpfen will, brauchst du keine Kraft. Ja? Du umgöttest mich mit Kraft zum Kampf. Beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Meine Feinde aber, Achtung, du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen. Jetzt ist auf einmal Gott wieder im Spiel. Er sagt, meine Feinde, du hast sie in die Flucht geschlagen, weil du mich kämpfen gelehrt hast, weil du mich groß gemacht hast, weil du auf meiner Seite bist. Dann switcht wieder und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Weißt du was? Es gibt Mächte der Finsternis gegen das Volk Gottes, gegen jeden von uns. Die hassen uns zutiefst. Die wollen uns vernichten, die wollen uns töten, die wollen, dass wir ausgerottet sind, die wollen... Die, da ist auch keine Kompromissmöglichkeit. Ja, da es keinen, nicht Angriffspakt oder gar nichts. Die wollen dich vernichten. Dämonische Mächte, der Finsternis wollen das Volk ausrotten. Und ihr Plan ist zu stehlen und zu töten. Das ist die Absicht. Da gibt es Kräfte, die uns hassen. Ja, geistliche Mächte in der Himmelswelt. Und dann heißt es hier: Ich habe sie. Vernichtet. Ich habe diese geistlichen Mächte, diese dämonischen Strukturen, die gegen mich gekommen sind. Ich habe sie vernichtet. Die, das ist möglich. Ja, Wir brauchen nicht wehrlos gegenüber den Dingen, die gegen uns anrennen. Den Mächten von Krankheit, von Mangel, von Armut, von, von Beziehungsproblemen, von was weiß ich was, von Mobbing, von allem, was du dir an Blödheit denken kannst. Wir sind dem nicht wehrlos ausgeliefert. Und da gibt es ja eine ähm, Theologie seit vielen Jahrhunderten schon so nach dem Motto: Ja, das ist alles vom Herrn und je schlecht das mir geht, desto besser ist es eigentlich und ich muss das mit Geduld tragen. Ja, leide will ich ohne zu klagen äh, und solche Sprüchsken. Ja, hey, weißt du was? Ich sage dir mal was: Die Theologie wurde an anderer Stelle erfunden. Das ist nämlich etwas, wo es darum geht: Hey, du wirst hier vom Feind attackiert, nimm das mal vom Herrn an. Und dann werden Aussagen wie Liebe deine Feinde völlig aus dem Zusammenhang gerissen, wo es um Menschen geht, ja. Und du kämpfst nicht gegen die Mächte der Bosheit, die dich attackieren. Du kämpfst nicht gegen die Mächte der Bosheit, die deine Kinder attackieren und äh, vom, vom, vom Herrn wegziehen wollen. Du kämpfst nicht gegen das, was äh, in deiner Verwandtschaft wütet an zerstörerischen Kräften. Du kämpfst nicht gegen das, was zerstörerisch in deinem Umfeld ist. Mächte der Bosheit. Wir alle kennen das doch. Wir wissen, was passiert. Wir wissen, wo wo Sachen also auf katastrophale Art und Weise kaputtgeschlagen werden. Wir wissen doch, wie es ist mit Krankheit, mit Krebs, mit sonst was. Das sind Mächte der Bosheit. Krankheitsmächte. Krankheitsmächte. Krankheit ist etwas Finsteres. In der Apostelgeschichte äh, gibt es die Aussage, dass Jesus gekommen ist, um die Werke des Teufels zu zerstören und alle zu heilen die vom Feind überwunden sind. So, wenn er die Mächte der Bosheit zerstört und alle heilt, dann ist Heilung etwas, was das Reich Gottes repräsentiert und Krankheit etwas, was die Macht der Finsternis repräsentiert. Und wenn Christen aber jetzt sagen, okay, ich akzeptiere diese Krankheit, okay, kannst du haben. Wenn du sie umarmst, hast du sie. Das ist wieder dieses Bekenntnis, das, was du aussprichst. Deshalb ist es ja immer so perfide, wenn man sagt, ja, das ist meine und dann kommt irgendwas. Ja, das wird dann in der geistlichen Dimension durch das Aussprechen wird es zu deinem, du akzeptierst es als etwas, was dir gehört. Und das ist genau das Problem. Da ist irgendeine Situation und sagt ja, das gehört zu mir. Also die schlimmsten Selbstverfluchungen hörst du, wenn du beim Doktor sitzt im Badezimmer. Ehrlich, was die Leute über sich aussprechen, ist blanke Selbstverfluchung. Ich meine, die haben ja keine Ahnung, was sie machen. Das ist blanke Selbstverfluchung. Und weißt du was? Das hat radikale Auswirkungen auf dein Leben. Ja. Das, was du aussprichst, ist das, was du erlebst. Ja. Meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Und ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind. Wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Der ganze Psalm dreht sich darum, eine gewaltige Attacke, der schreit zum Herrn, der Herr greift ein und trainiert ihn und trainiert ihn und trainiert ihn und zum Ende hin ist er in der Position des Siegers und die Völker sind unter ihm. Eine ganz interessante Sache, wenn du dich mit Psalm 18 beschäftigst. Und hier diese Passage, gerade von Vers 35 bis 43, da geht es darum, dass du trainiert wirst und dass du derjenige bist, der den Feind unter die Füße kriegt. Ja, und das ist der Punkt, wir müssen kämpfen. Wir dürfen kämpfen, wir sollen kämpfen. Wenn wir nicht kämpfen, werden wir auch keinen Sieg haben. Ohne Kampf kein Sieg. So, denn der Feind ist nicht fair und nicht äh, diskussionswillig und du kannst dich mit ihm nicht irgendwie auf so einen, äh, so einen Deal einlassen. Ja, so ein Angriffspakt hat noch nie funktioniert. Haben schon Zehntausende von Christen versucht. Hat noch nie funktioniert. Irgendwann kommt das dicke Ende. Er wird nie irgendwie eine Linie halten, die du mit ihm aushandelst. Das funktioniert nicht, sondern du bist derjenige, der vorwärts geht und dein Land einnimmst. Ja. Und da sind wir gefordert. Wir sind gefordert. Die Situation hier also ist, da ist ein starker Feind, da sind Hasser, die sind mächtiger als ich. Die haben mich am Tag des Unglücks überwältigt aber ich habe mich an gott gewendet der hat mir geholfen und dann hat er mich trainiert 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 und jetzt bin ich in der position dagegen anzugehen und wenn es heute darum geht back to sender also zurück an den absender dann ist das genau das ding wir müssen verstehen der feind versucht uns mehr oder weniger kontinuierlich 24/7 mit seinem dreck zu behelligen der will uns alles elend dieser welt zukommen lassen ja alles, was ihr nur so Übles und Elendes vorstellen kannst, versucht er, auf uns auszukippen. Und ein bisschen so ein praktisches Bild, was uns vielleicht hilft, ist Folgendes: Du denkst an überhaupt nichts, bist friedlich bei dir zu Hause und auf einmal klingelt klingelt's. ist eine Tür steht da ein dir nicht bekannter Mensch mit einem Paket und einem Lieferwagen dahinter. Sagt: Hier ist Ihre Lieferung. Äh, drückt er die in die Hand? Ihr, was brauchen Sie Unterschrift? Nein, nein, alles schon in Ordnung. Zack, ist er weg. Jetzt hast du diese Lieferung, dieses Paket, bringst du, na, wo ist das denn? Ja. Und dann nimmst du die ins Haus, machst sie auf, und da ist dann, sagen wir mal, eine Krankheit drin. Ich hatte dir jetzt kostenlos ausgeliefert und du hast sie jetzt bekommen. Hm, zu blöd. Jetzt hast du diese elende Krankheit. Am nächsten Tag klingelt es wieder. Du sieh da so naiv, gehst an die Tür. Jetzt steht ein anderer da mit einem anderen Paket. Du machst, ey, was wollen Sie? Ja, wir haben hier eine Gratislieferung, wir haben die schon in der ganzen Nachbarschaft ausgeteilt, alle sind begeistert. Das ist Ihre hier. Aber ich brauche eine Unterschrift. Also denkst du mal, gut, wenn eine Unterschrift, dann ist das anders und dann unterschreibst du das und nimmst dieses Paket und er verduftet. Ja. So, und was hast du jetzt? Irgendeine. Depressive Stimmung von mir aus. Ja. Hast du jetzt sie einkassiert? Und so ist der Feind mehrfach täglich da und will dir irgendwas liefern, 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 liefern. Und weil wir nicht geschult sind, haben wir die Bude voll mit irgendwelchem Dreck, den er uns geliefert hat, mit irgendwas und alles Übel, was du dir nur vorstellen kannst, wurde dir zugestellt. Und er hat noch viel mehr auf Betto. Du, wenn du die Straße runterguckst, da ist ein Lieferwagen nach dem anderen. Der wartet nur darauf, dir das zustellen zu können. Und das Problem ist, dass wir gewohnt sind, die Sachen so anzunehmen, wie sie kommen. Aber du bist diesem, ich sag mal, Zustellservice nicht wehrlos ausgeliefert. Du brauchst das gar nicht anzunehmen. Beziehungsweise noch besser. Du kannst die Lieferung, die dir schon mal verpasst worden ist, sagen, ach nee, danke, das schicke ich zurück. Und das ist gute Nachricht. Das ist gute Nachricht. Es gibt Lieferungen, die wurden vor Generationen an irgendwelche Vorfahren von dir ausgeliefert. Mit dem Dreck musst du dich noch heute beschäftigen. Vorfahren, Flüche und sonst was. Ja? Krankheiten, die über Generationen und Generationen weitergegeben werden und so weiter. Da muss man dagegen anstehen. Da muss man sich hinstellen und sagen, nichts da, gar nichts. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin neu geboren. Das Alte ist vergangen. Es ist alles neu geworden. Ich brauche mich mit dem Dreck von irgendwann nicht mehr zu beschäftigen. Ich brauche das, was der Teufel mir gibt. An negativen Gedanken, an irgendwelchen Stimmungen, an irgendwelchen Emotionen, an irgendwelchen Krankheiten, an irgendwelchen sonst was, womöglich dämonischen Einflüsterungen und was auch immer. Ich brauche es nicht. Ich brauche es nicht. Und wenn wir uns mit der biblischen Wahrheit beschäftigen, dann sehen wir, dass Volk Gottes, bitte verstehe mich richtig, ist nicht dafür gemacht, besiegt in Niederlage und Armut, mit miserablen Beziehungen, krank und schwach und zusammengedroschen vor sich hinzuleben und es irgendwie gerade kriechend nach auf allen Vieren so in den Himmel zu schaffen. Nein, wir sind als begeisternde Braut, wo der Herr der Herren rappelig wird vor Sehnsucht nach äh, äh, beschrieben. Ja, wir sind eine gigantische Armee, die vorwärts marschiert. Wir sind Volk Gottes. Er ist in uns. Der Herr. Also, wenn du den Feind mit dem Herrn vergleichen willst, wenn du ein Bild brauchst, dann stell dir ein klitzekleines Streichhölzchen vor, was man anzündet. Oder den hellen Sonnenaufgang an einem wolkenlosen Tag, wo auch nicht der geringste Dunst in der Luft ist und baff, auf einmal ist die Sonne da. Das Streichholz ist schnell verbrannt. Das kannst du dir als die Macht des Teufels vorstellen. Aber dann hast du den Sonnenaufgang. Das ist eine andere Dimension, völlig andere Welt. Es gibt dieses zutiefst bekloppte, satanische Bild eines etwa geringens der Mächte der Finsternis und der Mächte des Guten, die etwa gleich stark sind, so yin und yang mäßig, da ist der letzte Dreck, ja, die sich irgendwie so alles so im Gleichgewicht, und Gott ringt mit den Mächten der Finsternis, und manchmal braucht er so unsere Hilfe, damit er noch so eben, ja? Ey, das ist völliger Blödsinn. Der Feind ist unter den Füßen, er ist besiegt für alle Zeit, er ist erledigt. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Nochmal der Hinweis. Mit einem zertretenen Kopf denkt sich's echt schlecht. Und deshalb ist die, ips, deshalb sind die Attacken des Feindes auch häufig völlig daneben. Das ist einfach irre, verrückte Attacken. Irgendwas, was er macht, ja, widersinnig. Und wir müssen einfach kapieren, dass wir diejenigen sind, die mit dem Herrn siegreich vorwärts gehen und die Menschen, die um uns herum sind, die Welt, die um uns herum sind, mit dieser Herrlichkeit des Herrn konfrontieren, aus der Dunkelheit die Leute herausholen. Denn wenn es hier darum geht, um das Kämpfen und den Ehrenbogen zu spannen, es geht um dich, aber es geht nicht nur um dich. Es geht auch um deine Ehe, es geht um deine Familie, es geht um deine Kinder, es geht um deine Geschwister, es geht um deine Eltern, es geht um deine Verwandtschaft, es geht um deinen Job, es geht um dein Umfeld, in dem du bist, es geht um deine Nachbarn, es geht um deine Stadt, es geht um deine Region, es geht um Deutschland, es geht um Europa, es geht um. Das sieht immer mehr Reise. Natürlich will der Herr, dass du von diesem Dreck freigemacht bist. Er will, dass du von der Krankheit, die dir das Leben raussaugen will und die Freude raussaugen will und dir dich in, 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 in Verzweiflung bringen will, ja, da will er dich von befreien. Aber er will auch, dass du dem Nachbarn, der im Sterben liegt, auch hilfst und sagst: Pass mal auf, ich habe Heilung erfahren. Der Herr kann dich heilen. Und dass der dann weitergeht und gerettet wird und dass sonst was passiert. Eine Bewegung von Heilung und Befreiung, die über dieses elende, verdroschene, dunkle Land flutet, damit Menschen gerettet werden. So. Und das ist genau das. Wir kämpfen nicht, um für unseren kleinen Claim irgendwie einen Riesen Sieg zu erringen, sondern wir kämpfen, damit Millionen und Millionen und Millionen gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Ja, das ist es. Aber das hängt bei uns an. Das fängt bei uns an. Und deshalb ist es mir so wichtig, dass wir davon wegkommen, als Christen die Dinge des Feindes einfach so zu akzeptieren. Hey, so viele Christen haben Mangel akzeptiert, egal in welchem Lebensbereich. Sich damit arrangiert, ja, ist halt so. Oder Armut. Weißt du was? Armut ist was? Der Nachteil bei Armut ist, du kannst dein ja Leben nicht selber gestalten. Du bist irgendwie abhängig von sonst was. Frag mal einen, der hat's kriegt. Ja, du bist von irgendwelcher Willkür abhängig. Armut, es ist ein Fluch in der Bibel. Ja, Armut, Les 5. Mose 28 ist Fluch. Es ist kein Segen. Aber wenn du in einem positiven Sinne dein sagen wir mal, Wohlstand hast, also gut stehst, ja, und andere Menschen unterstützen kannst, selber dein Leben gestalten kannst, für Menschen ein Segen sein kannst, vorwärts gehen kannst und so weiter, von mir aus spenden kannst, gute Dinge unterstützen kannst und so weiter, dann ist das ein Segen. Das ist ein absoluter Segen. Und es gibt theologische Konzepte, die erklären dir, dass es super gut ist, wenn Christen bettelarm sind. Und dass es super gut ist, wenn Christen richtig krank sind. Und wenn Christen richtig leiden. Ich sag dir, ich weiß nicht, was die für eine Bibel haben. Aber wenn ich meine Bibel lese, da steht echt was anderes drin. Eine der schuldsten Aussagen ist ja die, dass das mit der Heilung heute nicht mehr funktioniert. Ja, das gab es also früher und das war zur Zeit der Apostel. Und als die Bibel fertig war, der biblische Kanon abgeschlossen war, dann hat das aufgehört mit den Zeichen und Wundern und Krafttaten, weil das war damals für die, die hatten das Wort noch nicht. Ja. Die brauchten das. Aber jetzt haben wir was Besseres. Jetzt haben wir das Wort. Jetzt brauchen wir diese Kraft der Weise nicht mehr. Das ist noch mal das Wort. Okay, das ist ein biblisches, also ein, ein theologisches Konzept. Ein theologisches Konzept, was erklärt, dass die Taten, die wir in der Apostelgeschichte lesen oder was Missionsbefehle ist und so weiter, wozu wir aufgefordert werden, heute so nicht mehr zu verstehen ist. Ja? So nach dem Motto, das hat alles mit Aposteln aufgehört. Hier, ich sag dir, das ist Theologie, die ist sowas von verrottet, sowas von das Volk Gottes beraubend, aber es ist weit verbreitet und es ist weit verbreitet so weit verbreitet, dass es die Leute, die dann wirklich nur noch auf die Entrückung hinfiebern und hoffen, dass er irgendwie so mit halb verbrannten Hintern es noch in die Ewigkeit schaffen. Das ist weit verbreitet und die, viele Christen haben nicht gelernt zu kämpfen, aufzustehen und zu sagen, das nicht, das nicht und ihre Hacken einzugraben und zu sagen, das nicht. Ich lasse nicht länger zu, dass der Feind meine Kinder hier äh, äh, ruiniert. Ich lasse nicht länger zu, dass der Feind meine Ehe zerstört. Ich lasse nicht länger zu, dass diese Krankheit meinen Ehepartner oder wen auch immer äh, äh, völlig zerstört. Ich lasse nicht länger zu, dass irgendwelche Mächte, nenn's Demenz von mir aus als ein Beispiel, ja, hier in meiner Familie so zerstörerisch wirkt. Ich sage nein dazu und ich gehe dagegen an im Glauben. Und das ist genau das Ding mit den Waffen, die wir gebrauchen müssen. Und das ist genau das Ding, dass es heißt, hier, diese Dinge, die gegen uns anstehen. Wir lernen zu kämpfen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Es heißt nicht, er lehrt deine Hände das Streicheln. Es steht auch nicht, er lehrt deine Hände Plätzchen backen. Nichts gegen Plätzchen, verstehe mich. Er lehrt dich kämpfen. Mit den Waffen des Geistes. Kämpfen, aktiv sein. Du musst kämpfen. Das Volk Gottes ist eine Armee. Lies doch mal das Alte Testament mal so einmal im Schlacht durch. Weißt du was? Das geht von einer Katastrophe und von einer Attacke und von einem Kampf und von einer Schlacht in die nächste. Nonstop. Ich habe mal eine Liste gehabt. Allein die Kriege im Alten Testament das waren weit über 100. Das ist das, ist das Thema. Ständig Auseinandersetzung. Damals im Natürlichen. Der Feind war ein echter Feind. Fleisch und Blut, der dir nach deinem Fleisch und Blut getrachtet hat. Heute sind es geistliche Mächte, die uns genauso attackieren. Weißt du was? Der Kampf ist ein bisschen fieser geworden. Der Kampf ist ein bisschen schwieriger geworden. Weil den konnte man nämlich sehen. Aber den, den Feind, der sich heimlich an dich ranmacht, in der geistlichen Dimension, den kannst du unter Umständen nicht sehen. Und im sehr bekannten Psalm 91, ja, da heißt es ja, ähm, er rettete mich von der Schlinge des Vogelstillers, von der verderblichen Pest. Oder später, du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Da sind Dinge angesprochen, Tag und Nacht kommt irgendwas. Du denkst an nichts, kommt ein Pfeil angeflogen. Du denkst an gar nicht so, ist fröhlich durch deinen Tag oder auch nicht so fröhlich und auf einmal kommt irgendein Pfeil angeflogen. Das kann sonst was sein. Ein Gedanke von Verdammnis. Das ist manchmal ein E-Mail, manchmal ein Telefonat. Es kann sonst was sein. Es kann eine Krankheitsattacke sein. Das beste Beispiel ist ja der berühmte Hexenschuss. Der Hexenschuss. Hier, kein Witz. Die wusste, also die deutsche Sprache ist grandios. Ich liebe das. Und teilweise so präzise, in den Aussagen, ja, so, so präzise, dass wir es normal irgendwie gebrauchen und gar nicht kapieren, was da, was da ausgesagt wird. Beispielsweise das Wort nachtragend ist hochpräzise und drückt einen Sachverhalt aus, den wir überhaupt so im normalen Sprachgebrauch gar nicht realisieren. Aber das Wort sagt. Und der Hexenschuss ist ein Hexenschuss. Das heißt, du hast da etwas, wo aus der Finsternis etwas geschossen wird. Ja, natürlich jetzt hier diese ruckartigen Schmerzen äh, eben in der Wirbelsäule, ja. Ob das das jetzt immer ist, ist das eine. Aber die Finsternis oder Menschen, die von der Finsternis verführt sind, die sind aktiv. Durch Zauberei, durch Hexerei, durch irgendwelche äh, Flüche, durch irgendwelche Bandsprüche, durch irgend irgendwas. Nun, pass mal auf. Zauberer, was machen die? Die sprechen etwas aus. Okay? Ein Fluch. Was ist das? Etwas Gesprochenes. Ein Bandspruch. Etwas Gesprochenes. Dieses ganze Ding hat im Okkultismus, in der Finsternis, was mit Sprechen zu tun. Das ist nämlich genau der Punkt. Diese Leute wissen, dass sie Autorität haben und das, was sie aussprechen, das kommt hervor. Das ist exakt das, was fürs Volk Gottes genauso gilt. Ja? Auf unserer Zunge ist die Waffe. Und das gilt für die Finsternis genauso. Und deshalb sprechen sie was aus und das hat Auswirkungen. Hat Auswirkungen. Sie sind aktiv die Mächte der Finsternis und Leute, die davon verführt sind. Und sie gehen gegen uns an. Und der berühmte Hexenschuss ist tatsächlich etwas, was von irgendwelchen verführten Menschen aus dem Okkultismus gegen andere geschossen wird. Und ähm, was dann einfach in dem Fall körperliche Schmerzen oder sowas auswirkt. Wie werden Leute frei durch das, was wir sagen? Und jetzt pass auf. Wir sagen es. Nicht Gott sagt es, sondern wir sagen es als sein Sprachrohr. Im Okkultismus, das tun die Menschen, die verführt sind. Die sprechen. Nicht der Teufel spricht sondern die Leute, die verführt sind. Und genauso ist es bei uns. Wir müssen aktiv sein, wir müssen proklamieren, wir müssen aussprechen, wir müssen die Wahrheiten Gottes verkünden, wir müssen das tun und nicht sagen, oh Herr, mach mal. Er macht, aber er macht es durch dich. Warum? Weil du bist sein Leib. Wir sind Christi Leib, wir sind die Gemeinde. Er lebt in uns. Nun, was sind denn beispielsweise solche Waffen? Wir hatten ja gerade ein paar betrachtet. Eine der absolut genialsten Waffen, mega, mega stark, wir haben keine Ahnung davon, wie stark und powerful das ist, ist der Lobpreis. Ich sage dir, Lobpreis ist eine Waffe, das ist eine Atombombe für den Feind. Lobpreis ist gigantisch. Und wenn man gemeinsam im Lobpreis zusammensteht und das als, als, als Waffe als, versteht, hier ehrlich, da können gigantische Schlachten geschlagen werden. Vor allen Dingen, wenn es in einen prophetischen Fluss reinkommt. Der Feind hasst das. Weil er weiß, dass das etwas ist, was ihn absolut, absolut nichts dagegen zu setzen hat. Natürlich, Fasten ist eine Waffe. Für bitte logischerweise, jede Form von Gebet. Auch Buße ist eine Waffe. Von manchen Leuten wird die als einzigste gesehen, aber es ist nur eine. Es gibt eine ganze Bataillon daneben. Proklamationen, Proklamationen, das, was wir aussprechen, was wir erklären. Vor allen Dingen Proklamationen des Wortes Gottes. Wenn du solche Wahrheiten wie das hier nimmst, Psalm 18, Abvers 35, und du sprichst das über deinem Leben aus, was glaubst du, was das für Auswirkungen hat? Mach das mal 40 Tage lang hintereinander und sprichst einmal am Tag über deinem Leben aus. Ich garantiere dir, dein Leben wird sich verändern. Ja, Wenn wir das nehmen und verstehen und sagen, hey, das ist das Wort Gottes, ein Ewigkeit Bestand hat, mehr als diese ganze Erde hier. Ja, dieses Wort wird bestehen. Und das ist etwas, da kann der Feind nichts dagegen setzen. Bei der Versuchung Jesu in der Wüste. Der Feind, also diese Versuchungen waren unendlich raffiniert und schlau, wenn man sich da tiefer mit beschäftigt. Und Jesus hat sie sehr einfach beantwortet. Es steht geschrieben. Er hat einfach das Wort Gottes genommen, weil er wusste, das ist die schärfste Waffe. Das ist eine Waffe. Da kann der Feind nichts dagegen machen. Und genauso war es. Proklamation. Das Wort Gottes beten. Das Wort Gottes aussprechen. Das Wort Gottes laut lesen. Ja. Das Wort Gottes in deinem Leben Realität werden lassen. Proklamiere es. Ich sag dir, es würde Auswirkungen haben. Beispielsweise der Vers. Ich werde nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. Ich garantiere dir, das hat schon zahlreichen Christen das blanke Leben gerettet. So, und wir müssen kapieren, was wir für ein Waffenarsenal mit dem Wort Gottes überhaupt haben. Deshalb ist es, der Feind versucht uns davon wegzubringen. Der Feind versucht dich mit Fast Food aller Losung zufriedenzustellen. Ja? Aber du musst dich damit beschäftigen und bitte mit dem ganzen Wort Gottes, inklusive dem sogenannten Alten Testament, ja, was unendlich kostbar und wertvoll ist, wo das hier beispielsweise drinsteht. Ne? So, der Name Jesus ist eine gigantische Waffe. Das Blut Jesu, das Abendmahl, gigantische Waffen, ja, die wir einsetzen können. Ne? Wenn du in scharfer Bedrängnis bist, nimm das Abendmahl. Stell dich unter den Schutz des Blutes. Tust doch einfach. Ja. Du brauchst dafür keinen ordinierten Pastor, der dir das einmal verpasst. What? So oft ihr daran gedenket, sollt ihr es nehmen. Im Gedächtnis. Hier, Schofa. Das ist wirklich eine Waffe, die hat ja auch noch diesen Spaßfaktor dabei. <laughs> ja. Aber du schlägst feindliche... Fürstentümer und Strukturen und so weiter, echt zusammen. Ramborgmäßig mäßig Ja, es ist etwas. Auch extrem stark diese prophetischen Zeichenhandlungen. Ja, diese prophetischen Zeichenhandlungen. Denkt an diese Scheibe bei der Durchbruchkonferenz, die durchbrochen worden ist. Oder diesen diesen, diesen, diesen Tonpott da bei der Overflow-Konferenz, die zerbrochen worden ist. Ja, ein Bild für unser menschliches Dasein, das zerbrochen wird, damit die Herrlichkeit des Herrn aufschlagen kann. Das sind prophetische Zeichenhandlungen, die haben Auswirkungen. Die haben gigantische Auswirkungen. So, und wir haben ein geniales Waffenarsenal. Und das ist genau das, was ich hier mit dem Psalm 18 gelesen hatte. Nicht akzeptieren, wenn der Feind dich attackiert, sondern sagen, Moment mal. Jetzt hole ich meine Waffen raus und jetzt gehe ich dagegen an. Und dieser Feind, der mir hier was Antun will, der wird sehen, dass das auf ihn kommt. Ja, die sagen, ich akzeptiere das nicht. Bei uns heißt es dann, ja, du sollst deine Feinde lieben. Ja, die Feinde, die dich gerade dabei sind, umzubringen und deine Familie zu ruinieren. Verstehst du? Die Liebe ist eine scharfe äh, Macht, aber die Liebe heißt nicht, dass du jeden Dreck frisst. Ja. Die Liebe gilt auch für die Kinder oder für deine Nachbarn und die Menschen um dich herum, die unter entsetzlichem Elend neiden. Ja? Du musst überlegen, wen liebst du, wen akzeptierst du und wogegen gehst du an. Was bedeutet denn das Wort Gottes eigentlich? Und insbesondere ein Punkt fand ich extrem interessant im Alten Testament. Das ist dieser super in unseren Sprachgebrauch hineingegangene Sprichwort. Wer anderen eine Grube gräbt, fährt selbst hinein. Toll. Ja, da stellt man sich so vor, der hat da so in der Größe eines Maulwurfshaufens da Löchsken gemacht, ja, und fällt <laughs> rein und bricht sich die Achse. Ja, so, nein. Hier geht es um Todesflüche. Wer dir eine Grube gräbt, ein Grab. Verstehst du? Wer einem anderen ein Grab gräbt, Todesflüche, Hexerei, fällt selbst hinein. Nun, das ist ja eine, Bemerkenswerte Aussage. Ich war für was erstaunt, als ich mal das Wort Grube bei meinem Bibelprogramm eingegeben habe. <laughs> ich lese euch ein paar Verse vor. Dann weißt du, dass diese biblische Aussage wirklich Substanz hat. Sprüche 26, 27. Wer eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Okay, das ist der Ausgangspunkt. Und wer einen Stein wälzt, also um einem anderen damit zu schaden, auf den rollt er zurück. Psalm 7, Vers 16. Er hat eine Grube gegraben und hat sie ausgehöhlt, doch ist er in die Falle gefallen, die er gemacht hat. Psalm 9, Vers 16. Versunken sind die Nationen, Achtung, die Nationen, in die Grube, die sie gemacht, in dem Netz, das sie versteckt haben, hat sich ihr eigener Fuß gefangen. Psalm 57, Vers 7. Ein Netz haben sie meinen Schritten gestellt, er hat meine Seele gebeugt. Sie haben vor mir eine Grube gegraben. Sie sind mitten hineingefallen. Psalm 141, Vers 10. Lass die Gottlosen in ihre eigenen Gruben fallen. Alle miteinander, während ich immer vorbeigehe. Amen dazu. Sprüche 28, 10. Wer redliche Irre führt auf einem bösen Wege, wird selbst in seine Grube fallen. Aber die Lauteren nehmen Gutes in Besitz. Und hier noch Psalm 35, Vers 8. Verderben komme über ihn, ohne dass er es erkennt. Und sein Netz, das er heimlich gelegt hat, fange ihn. Ins Verderben falle er hinein. Da merkst du erstmal, was das für ein Thema ist. Das ist kein Einzelfall. Und das ist folgende Aussage. Da sind Leute oder Mächte, die wollen mir schaden. Heimlich, im Verborgenen, im Dunkeln. Gegen das Volk Gottes. Sie wollen dich reinlegen. Sie wollen dich in die Falle locken. Sie wollen, dass du in die Grube fällst. Und all die Aussagen sagen, weil ich mit dem Herrn unterwegs bin, trifft es Sie selber. Sie selber. Verstehst du? Wenn sich jemand gegen dich wendet durch, sagen wir mal, ein extremes Mobbing, nur als Beispiel, es trifft ihn selber. Wenn du das nimmst und sagst, das akzeptiere ich nicht. Man muss sich dagegen stellen. Man muss sagen, nein, ich, ich nehme das nicht zu. Galater, jetzt bis im Neuen Testament. Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Jetzt kommt's. Was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Was ein Mensch säht, wird er ernten. Weißt du was? Das ist für die meisten Menschen eine echt schlechte Nachricht. Wirklich wahr. Das ist eine echt schlechte Nachricht. Was die Leute säen, werden sie ernten. Wer böse Worte säht, wird sie ernten. Wer aus der Finsternis irgendwie, durch was auch immer, wenn es nur durch üble Nachrede ist, Pfeile abschießt, sie werden ihn selber treffen. Es wird auf ihn selber zurückkommen. Das sagt das Wort Gottes. Und deshalb diese Aussagen mit der Grube und deshalb diese Sache, wo er sagt, der Feind attackiert mich, aber ich werde trainiert, diese Dinge zurückzuschlagen und sie treffen genau den, von dem es kommt. Er selber wird die Frucht. Dessen, was er gesagt hat, bekommen. Er selber wird das ernten. Er selber wird das begegnen. Jetzt pass mal auf. Wenn's hier heißt, da kommt jemand mit dem Todesfluch, um mich in die Grube zu bringen, es geht zurück auf ihn. Was heißt das? Der Todesfluch ist auf ihm. Das ist echt keine gute Nachricht. Aber das ist im Okkultismus ist es das. Nun, wenn wir aber denken, ach du meine Güte, jetzt hat der Herr mir irgendwie dieses Ding gegeben und nicht in Position kommen, man bleibt bei uns. Und das ist der ganze Punkt. Wir müssen aufstehen und wir müssen sagen, diese elenden Pakete, die mir hier ständig geliefert werden, back to sender, zurück, ich akzeptiere das nicht mehr. Und das ist das, was die Afrikaner uns kilometerweit voraus sind. Weil die sagen, das lasse ich nicht zu, weil es viel bekannter ist. Die wissen, okay, da hinten um die Ecke ist der Hexendoktor und wenn ich irgendwie Stress mit meinem Nachbar habe und der ist kein Christ, dann kann der da hingehen und kann mich verhexen lassen. Weiß jeder, ist kein Geheimnis, ist auch kein großes Ding. Und äh, viele westliche denken, naja, die sind ein bisschen primitiv da noch, die glauben an sowas, weil sie keine Ahnung haben oder so tun, als ob sie keine Ahnung haben. Hier läuft das Gleiche ganz genauso. Nur ein bisschen versteckter, nur ein bisschen geheimnisvoller. Aber was ist denn mit all den Esoterikern und all den Okkultisten und all den Leuten? Was ist denn mit all denen, die in diesen... Geheimorden sind und sonst was. Was ist denn mit den Freimaurern und Druiden und all den äh, Vereinigungen, die es da gibt, noch und nöcher? Ja, was ist denn mit denen? Was machen die denn? Aus dem Dunkeln. Schießen, 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 schießen. Es wird Zeit, dass die Pfeile zurückgesandt werden. Es wird Zeit, dass die Pakete zurückgeliefert werden. Es wird Zeit, dass die Finsternis den Dreck, den sie uns geliefert hat, selber bekommt. Es wird Zeit, dass wir aufstehen und sagen, ich akzeptiere das nicht länger. Ich akzeptiere das, was der Feind uns hier über uns ausgießen will. Akzeptiere ich nicht länger. 4. Mose 32. Eure Sünde wird euch finden. Das finde ich eine coole Aussage. Man gilt grundsätzlich für jedermann. Aber das ist Sünde. Es ist Sünde, wenn Menschen... Anderen böses tun, böses wollen. Es ist, ist, ist Sünde, Punkt. Das ist aber das Prinzip des Okkultismus oder der Finsternis, dass sie böses tut gegenüber dem Volk Gottes. Ja? Und wir müssen sagen, nicht mehr länger. Wir akzeptieren es nicht. Wir akzeptieren es nicht um unsere Kinder willen. Wir akzeptieren es nicht um der Menschen um uns herum willen. Wir akzeptieren es nicht um unseres Landes willen. Versteh mich richtig? Wir gehen gegen die Mächte, gegen die Gewalten, gegen die Mächte der Finsternis an. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wir sind nicht so, dass wir sagen: Ich habe Stress mit dem Nachbar, weil der, äh, äh, weil ich denke, der hat einen Maulwurf auf meinem Ge Gebiet ausgesetzt. Ja, heimlich still und leise, vielleicht sogar einen elektronischen Maulwurf. So, also, also gehe ich jetzt irgendwo hin und lass den paar Hexen? Natürlich nicht. Wir richten uns nicht gegen Fleisch und Blut. Ja. Aber wenn wir wissen, wenn, wenn wir, wissen, da ist jetzt, sagen wir mal, irgendwo jemand, der zerstörerisch wirkt, der im, keine Ahnung, Missbrauch gegen irgendeinen Lehrer, der Kinder in irgendwelcher Weise emotional oder von mir körperlich oder wie auch immer missbraucht, dann kannst du nicht sagen, ja, der Herr liebt den, der ist gesegnet, Zuckerguss drüber, alles prima, der Herr möge doch und so. Nein! Feuer auf solche Machenschaften! Es gehört sich nicht und diese Leute müssen, das muss zurückkommen, verstehst du? Wir dürfen das nicht akzeptieren. Wir dürfen doch nicht jeden Dreck akzeptieren. Wir sind als Volk so sowas von inaktiv. Weißt du warum? Weil unsere Bude voll gerammelt ist mit Paketen. Und was sind das für Pakete? Das ist Elend und den, den Dreck, den der der Feind uns serviert hat. All dieses falsche Denken, Anklagen, die Probleme. Krankheiten, noch und nöcher, noch und nöcher, noch und nöcher, noch und nöcher. Das muss aufhören. Das muss aufhören. Es gibt übrigens ein interessantes Bild oder eine Beschreibung in der Bibel. Ähm, mit diesem, was ein Mensch sät, wird er ernten. Ja? Oder wie es in Sprüche 22, Vers 8 heißt: Wer Unrecht sät, wird Unheil ernten. Oder in Hosea 8, Vers 7. Wind säen sie, Sturm werden sie ernten. Psalm 7, Vers 17. Sein Unheil kehrt auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel herab, komme seine Gewalttat. Da gibt es ein interessantes Bild. Und das ist dieser Haman im Buch Esther. Haman hat einen Galgen errichtet für Mordechai, wo er wollte, dass Mordechai dran stirbt. Es war der gleiche Galgen, an dem er hingerichtet worden ist. Warum? Weil es da aufgestanden ist, weil sie ihre Hacken genommen hat, weil sie in Position gegangen ist und weil sie das in einem gewissen Rahmen konfrontiert hat. Verstehst du? Da war eine Aktion notwendig, da war was notwendig. Das sie ist nicht auf ihrem Divan sitzen geblieben, äh, mit ihren Gespielinnen um sich herum und hat gesagt: Oh, wie ist das so furchtbar? Der arme, arme Mordechai. Nein. Es war notwendig, dass sie aufsteht. Und das ist genau der Punkt, worum es mir geht. Wir müssen aufstehen. Wir müssen aufstehen für die Dinge, die uns als Volk Gottes äh, wichtig sind. Und wir müssen uns gegen das wenden, was der Feind anrichtet. In unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Kindern, in unserer Community, wo auch immer, in unserem Land. Go into action für uns. So, und deshalb ist es so. Dieses Back to Sender, zurück an den Absender, ist etwas, was wir aktiv tun müssen. Das haben wir wirklich in Afrika gelernt. Ja, du musst es aktiv tun. Du stellst dich hin und sagst, okay, mir wurde hier jetzt das und das geliefert. Ich erkenne, dass das nicht von Gott ist, sondern dass es aus der Finsternis kommt, dass es vom Feind ist. Dass ich es entweder unbewusst, wie Fluch, wie Hexerei, wie sonst was, Bandsprüche, Fluchwörter auf mich gekommen sind. Dieser Pfeil, der im Dunkeln abgeschossen wird. Oder dass ich es vielleicht sogar bewusst genommen habe. Vielleicht habe ich mich geöffnet für die Depression. Vielleicht habe ich mich geöffnet für irgendwas durch Dinge, die ich unwissentlich oder auch wissentlich ausgesprochen habe. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der hatte zu mir gesagt, da ging es um einen Vorgesetzten. Und ich dachte, also der bringt mich noch ins Grab. Ja, das ist echte Selbstverfluchung. Oder vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Da kriege ich so einen Hals. Das ist ein Kopf. Hey, wenn du sowas aussprichst, kannst du haben. Verstehst du? Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Wir müssen aufpassen, was wir sagen. Was wir auch gerade über unsere Kinder aussprechen. Es wird, es wird Realität werden. Ja? Und deshalb müssen wir den Blick haben, den Gott hat von uns. Wir müssen die Wahrheiten aussprechen, die er uns sieht. So, und dazu, wie gesagt, aktiv gegen das, was der Teufel uns geliefert hat und was wir wissentlich oder unwissentlich manchmal wurden wir auch einfach überwältigt angenommen haben und das muss zurück das muss zurück diese dinge müssen zurück und das hat keinen namen was das alles ist ja das ist alle arten von problemen und schwierigkeiten und was du dir überhaupt noch vorstellen kannst und ich sage dir fast alles davon wenn nicht überhaupt alles ist etwas was du nicht haben brauchst, was dir nicht zusteht, was gar nichts mit dir zu tun hat. Das ist etwas, was der Feind dir geliefert hat. Und wo du sagen kannst, weißt du was? Ich gebe dir deinen Dreck zurück. Ich gebe dir das zurück. Ich akzeptiere das nicht länger für mich. Ich akzeptiere es nicht länger für mich, sondern ich nehme meine Position ein und ich stelle mich auf das Wort Gottes und ich sage, ich bin gesegnet. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin in Christus. Botschafter, König, Ges äh, Gesandter, an Christ die Stadt, Prophet. Ich bin ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich lasse nicht länger zu, dass der Tempel mit Müll gefüllt wird. So, und diese Dinge, das ist das, worum es uns geht, wenn wir sagen, back to sender, back to sender, back to sender. Zurück mit dem, zurück mit dem, zurück mit dem, zurück mit dem, was der Feind uns aufhalst. Dämonische Kräfte sind nie fair. Sie überwältigen Menschen in ihrer Schwäche, ja und knechten sie und quälen sie. Häufig im Moment von Ohnmacht, ja, wo, wenn so ein Moment von Ohnmacht ist, wo die dann wirklich in ähm, äh, was weiß ich, im Autounfall oder wenn sie unter Narkose sind oder alles Mögliche, in einem Moment von Ohnmacht, wo sie sich nicht wehren können, wo sie ungeschützt sind und dann ist das das Flugstor für den Feind, wo er dann wütet und sie attackiert. Ja, ein Beispiel ist beispielsweise Hypnose. Das ist der größte Blödsinn. Also ein Christ, der sich wissentlich oder willentlich unter Hypnose begibt, der gehört verdroschen. Ehrlich, das ist. Du gestattest jemand anderem, der in der Regel okkult drauf ist, Autorität über dich zu nehmen und deinen Geist zu infiltrieren. Ich würde sagen, eigentlich in 100% aller Fälle hast du ja anschließend Dämonen eingehalten. Ja, bin ich sehr von überzeugt. Leute, die sich für irgendwelches Verhalten öffnen, für irgendwas und einfach das Tor öffnen für, für dämonische Kräfte. In Unwissenheit natürlich. Denn wenn sie wüssten, auf was sie sich einlassen würden, dann würde selbst manche würden die Finger weglassen. Ja, wenn Sie wüssten, was das für Konsequenzen hat, natürlich würden Sie dagegen äh, sich entscheiden. Aber das ist eben dieses heimlich still und leise. Der Feind kommt rein, ja, über irgendwelchen, irgendwelche äh, äh, Geschichten. Und auf einmal merken die Leute, ah, ich denk falsch, ich denk ständig falsch, ich denk ständig, ständig ist irgendwas, was mir so ein falsches Denken, ja, was weiß ich, dauernd zu fluchen oder wenn ich am Bahnsteig stehe, dass ich mich vor den Zug schmeiße. Oder irgendwelche Selbstmorddinger oder solche Sachen, die auf einmal kommen. Also ich habe doch da nie mit Problemen gehabt. Und auf einmal ist es da. Wieso denn? Ja, irgendwie war eine Tür offen. Und der Feind ist reingekommen. Weißt du was? Das Paket muss back to sender. Ja, wir dürfen das nicht akzeptieren. Wir müssen sagen, nein dazu. Jeder Christ kann krank werden. Und genauso, sage ich dir, kann sich jeder Christ einem dämonischen Einfluss ausgesetzt werden. So wie du dir ein Virus einfangen kannst, kannst du dir Dämonen einfangen. Ich weiß, das ist eine Aussage, die theologisch wahrscheinlich sehr umstritten sein wird. Aber ich glaube, dass wir lernen müssen, dagegen zu gehen. Du kannst dir unter Umständen einen blöden Film angucken und öffnest dich für irgendeinen negativen Einfluss. Du hast keine Ahnung von dem Film, du weißt nichts, auf einmal ist es da. Hab eine Story gehört, ein äh, Junge, äh, der, der schwer verhaltensauffällig war und also richtig dämonisiert, sagt, ja, ich kann genau sagen, wann das begonnen hat. Ich war bei meinem Bruder im Zimmer und hab mir dem seine, das waren damals noch Langspielplatten angeschaut, die Cover von den Langspielplatten. Und da hatte der so eins, das war, sagen wir mal so ein, das Metal-was-weiß-ich-was-Horror-Ding drauf ich habe das angeguckt, und da kam es in mich hinein. Aber das ist jetzt kein Schicksal, dass der das ganze Leben das haben muss. Das muss nur bereinigt werden, wieder. das muss wieder raus. Ja? Aber so gibt es diese Dinge, wo wir vom Feind überwältigt werden. Und häufig ist es auch so, wenn, oder wenn, sagen wir mal, wenn, wenn wir manipuliert werden, unterjocht werden, wenn wir uns nicht wehren können, weißt du, solche Situationen ja hatten mal hier einen Fall da war eine Frau die hat gesagt ihre Tochter bei ähm, der Schule und da ging es um irgendwas und die anderen Kinder haben sie quasi gezwungen irgendwas mitzumachen was sie eigentlich gar nicht wollte aber richtig körperlich gezwungen ich dachte in dem Moment war was in mich reingekommen was Böses das Mädchen konnte das genau beschreiben warum es war ohnmächtig und das sind die, genau die Situationen die der Feind nutzt ja ein Schockmoment beim Autofahren oder sowas solche Dinge diese Ohnmacht der ist er ist nicht fair er, er hat auch keinen Respekt vor den kleinsten Kindern oder sonst was. Gar nichts. Sein Ziel ist, zu zerstören und zu töten. Und deshalb müssen wir sagen, wir stehen dagegen auf. Wir lassen das nicht zu. Weder für uns, noch für die Menschen um uns herum. Back to sender. Und das passiert folgendermaßen. Das ist gar kein Riesending. Das ist gar nicht so, dass da ein Riesenspektakel zu notwendig ist. Du musst einfach nur dir bewusst sein, was ist hier etwas, was der Feind mir geliefert hat? was in meinem Leben ist, und sagst, in der Autorität des Namens Jesus Christus, ich sage, das hat nichts mit mir zu tun. Ich tue Buße dafür, dass ich das angenommen habe und ich sage, ich sende es zurück. Ich sende es zurück. Das, was hier zerstörerisch ist, ich sende es zurück. Ich sende es zurück dahin, wo es herkommt. Sollten es Menschen gewesen sein, die sich, weil sie verführt sind, dazu hergegeben haben, sorry, dann trifft es sie. Ja, die Hexe, die geschossen hat, die wird ihren Pfeil wieder erhalten. Was der Mensch steht, wird er ernten. Sollten es irgendwelche okkulte Mächte sein, geht's an die. Aber du musst es tun. Du musst es tun. Ich es sag, sag, bring's nochmal. Wenn du das Paket angenommen hast, kannst du sagen, oh Gott, nimm doch dieses Paket und bring's wieder von mir weg. Naja, du hast es, irgendwie hast du es ja angenommen. Irgendwie war die Gelegenheit, dass der Feind dir das liefern konnte. Warum auch immer. Manchmal muss man wirklich Buße tun, dass man sagt: du, Es tut mir leid, dass ich mir den Scheiß angeguckt habe. Es tut mir leid, dass ich dieses Buch gelesen habe. Es tut mir leid, dass ich dieses Magazin angeguckt habe, weil da war eine, da habe ich eine Tür oder irgendwas geöffnet. Es tut mir leid, Herr. Es tut mir leid, dass ich über jemanden hergezogen habe, was so eine Einfallstour sein könnte. Manchmal. Erinnern uns der Heilige Geist und muss sagen, okay, es tut mir leid, Herr, ich tue Buße dafür, weil ich glaube, dass da einfach der Feind die Möglichkeit hatte. Aber dieses Ding, was er mir geliefert hat, zurück, 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 zurück. Aktiv. Sagen, aussprechen. Es ne? ist extrem wichtig. Nicht denken. Wir regieren nicht durch Denken, wir regieren durch Sprechen. Und wenn du sprichst, im Gebet oder in so einer Proklamation oder wenn du sowas aussprichst, bitte, tu es so laut, dass du es wenigstens selber hörst. Es ist gut, wenn du es hörst. Es ist keine Flüsternummer. Hey, der Feind ist dabei, deine Familie zu zerstören. Dann brauchst du nicht Also, ich schicke das zu... Nein! Hey, es geht um dein Leben, es geht um deine Familie, es geht doch um was! Da brauchst du dich hier um niemanden zu Angst zu haben, dass der Nachbar vielleicht denkt, Huch, was bitte denn der so laut? Der denkt höchstens, wenn sterz kapiert. Ich sollte auch lauter machen. Ja, verstehst du? Lass dich doch nicht abhalten, wenn es um wirklich um die Wurst geht, um, um von irgendwas. Wir sind sowas von sozialisiert, brav angepasste deutsche Durchschnittsteppen. Es ist Elend. Wir müssen rauskommen aus dieser äh, dieser dieser Kultur. Kralle, die uns so zusammendrückt. Wir sind Bürger des Himmels. Ja. Wir sind auch Deutsche, okay. Aber wir können das überwinden. Ja. Wir können dieses gesellschaftlich akzeptierte, politisch korrekte Getue überwinden. Wir können wie normale Menschen reagieren. Das dürfen wir. Er hat uns die Freiheit gegeben? Und wir dürfen unsere Stimme erheben. Und wir dürfen sagen, was doof ist. Und wir dürfen dem Feind seinen Dreck um die Ohren schlagen. Zurücksenden. Ja. Und das muss du machen. Das macht nicht der Herr für dich und das macht auch nicht der Pastor und das macht auch nicht äh, dein Nachbar. Das muss du machen. Du musst für das, was in deinem Leben an Elend ist und im Leben deiner Familie musst du einstehen. Das ist dein Job. Aber du kannst gigantische Siege sehen. Gigantische Siege sehen. Und ich ende jetzt hier, bevor wir ins Gebet gehen, nochmal mit diesem genialen Psalm 18. Ich sage dir, lese Psalm 18. Mein absoluter Lieblingsplan. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Er lehrt meine Hände das Kämpfen. Gott lehrt dich kämpfen. Kämpfen. Und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Und du gabst mir den Schild deines Heils. Und deine Rechte stützte mich. Er ist an deiner Seite. Er ist mit dir. Er geht direkt neben dir her. Er ist dabei. Und deine Herabneigung machte mich groß. Du schaffst Raum meinen Schritten unter mir. Und meine Knöchel haben nicht gewankt. Meinen Feinden jagte ich nach und erreichte sie. Und ich kehrte nicht um, bis ich sie aufgerieben hatte. Ich zerschmetterte sie, dass sie nicht mehr aufstehen konnten. Sie fielen unter meine Füße. Und du umgürtest mich mit Kraft. Zum Kampf beugtest unter mich, die gegen mich aufstanden. Meine Feinde, aber du hast sie vor mir in die Flucht geschlagen. Und meine Hasser, ich habe sie vernichtet. Ich zermalmte sie wie Staub vor dem Wind. Wie Straßenkot schüttete ich sie aus. Nochmal, es geht gegen die Mächte und Gewalten der Bosheit in der Himmelswelt. Ja? Der Feind ist unter unseren Füßen. Da gehört er hin. Und ich lade dich ein, jetzt einfach darüber nachzudenken, wo hat in deinem Leben irgendeine Dinge reingekommen? Das kann auch einfach Kaffee, Krankheiten, sein. Das kann psychische Sachen sein. das kann sonst was sein: Mangel, Armut, alles. Das kann eine gigantische Fülle. Du sagst: Das nicht länger. Das nicht länger diesen Vorgesetzten, der mich so pisackt und so transaliert, Das nicht länger. Ich lasse mich hier nicht länger so drangsalieren. Diese Beförderung, die mir zusteht und die jetzt schon so lange rausgezögert ist. Das nicht länger. Das nicht länger. Diese Arbeitslosigkeit, wo ich alles versucht habe rauszukommen und die mich immer noch unter hat. Das nicht länger. Das nicht länger. Ich gehe dagegen an. Ich gehe dagegen an. Ich stehe dagegen auf. Ich stehe gegen diese Dinge auf, wo der Feind mich beraubt. Amen. Okay.